So, grüße euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Five Nights at Freddy's VR Help Wanted 2. Und ich könnte jetzt auch hier ein bisschen Hilfe gebrauchen, weil ich habe echt keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Ich habe jetzt so ein bisschen nochmal rumgeschaut, so im Internet, so ein kleines bisschen, nur so leicht. Und der einzige Hinweis, den ich jetzt eigentlich gefunden habe und ich sag mal akzeptiert habe, ist, dass wir hier irgendwie... Take off your mask. Wir sollen eine Maske abnehmen. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich werde jetzt mal... Die einzige Maske, die ich jetzt im Grunde genommen habe, ist... Na, versteht ihr? Und wir sollen das Gerät hier halt eben zumachen, angeblich soweit. So. Und, ja, ich würde es einfach mal probieren. Was passiert, wenn ich lieber VR-Brille abnehme? Also, ihr habt die Maske jetzt... Mal... Ich nehme sie mal komplett ab, davon... Okay, ich habe die VR-Brille jetzt komplett abgenommen, aber es scheint nichts zu passieren. Aber gut, ich glaube auch nicht, dass es so weit hochgeht. Ich habe jetzt übrigens das Mikrofon jetzt in der Hand. Gut, dass es so Magnetclips hat. Okay, ich baue es wieder ran, weil... Main Hub. So, anscheinend funktioniert das so nicht. Gut, das war jetzt nur eine Theorie von mir. Ansonsten... Clocking out already. Huch! Hä? Oh, das ist ja mies. Das habe ich gerade gemerkt, weil hier Schatten auftaucht. So. Dann ist ja alles kaputt, oder was? Na dann gucken wir uns das ganze Zeug hier mal an. Wow, scheiße, sieht's hier scheiße aus. Ah. Geh mal ein bisschen näher ran. Jetzt habe ich nur die Maske gerade weggeworfen. Liegt ein Auge. Okay, Charakterbetrachtung gibt's hier nicht mehr. Eine Hand. Ich guck mich erstmal um. Der Hinweis ist oben. Problem ist, ich sehe halt hier nichts mehr. Jetzt hier auch irgendwie die komplette Röhrenstruktur ver. Nee, doch nicht. Come get your candy here. Candy, candy, and now I will tell you a story. About a family that missed the most important opportunity in their lives. Na komm, erzähl. It was a limited time offer that included a family style pizza with all their favorite toppings. Oh, kann es sein, dass die ganzen Münzen, die wir jetzt sammeln, hier reinstopfen müssen? It also came with a side of fries, mozzarella sticks, extra large soft drinks and a toy surprise. Okay, ich muss dazu noch mal ganz kurz sagen, ich habe wirklich keine Ahnung. Was ich machen muss, ich habe mich wirklich da nicht spoilern lassen. Ich habe nur gewusst, das Einzige, was ich gefunden habe, das war halt wirklich nur der Hinweis, dass man irgendwas mit dem Poster machen sollte. Und mein Ding war jetzt wirklich, dass ich dran denke und mal die VR-Brille einfach mal abnehme. It was only $49.99 while supplies lasted. Oh, der Arme. They did not purchase the food and they all died. Warum sind sie gestorben? Now let me tell you a story about a young woman who, when she was little, was led into a dark forest by a witch and almost eaten. Baba Yaga? She had fallen for the friendly voice without discernment and was led astray. She had escaped before being thrown into the oven, but would have a scar for the rest of her life. Okay, Memonson habe ich leider nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie viele Münzen wir insgesamt haben können. Aber ich werde zurückkommen. Mach dir da keine Sorgen. Da steht auch nicht in Ding drin. Das ist doch Freddys Kühlkammer. Ich würde gerne hingehen. Leider sehe ich da nichts drin. Hier ist noch was. Ein umgefallener Stuhl. Ich wünsche, ich könnte mich hier einfach frei bewegen. Das wäre... Eine geile Sache, aber leider. Da hinten kann ich auch noch hin.
Erstmal erkunden, wo sind wir denn hier überhaupt? Na? Hallöchen? Kann ich den greifen? Okay, ich versuch's mal. Ich versuch mal ranzukommen. Da muss ich wirklich weit zurückgehen. Vielleicht kann ich ihn ja greifen. Wo bin ich denn jetzt? Na gut, Ziel erreicht. Okay, ich kann ihn nicht greifen. Das war jetzt eine Theorie. Wenigstens werden wir nicht entdeckt. Immerhin sind wir hier im Lautsprecher versteckt. So. Okay, er hat mich sogar automatisch zurückgesetzt. Okay. Ah, und so kommen wir wieder zurück in den anderen. Ich wusste gar nicht, dass ihre Maske so ein Intervenieur hat. Scheiße, der sieht ja aus wie aus Alien Isolation. Ah, guck mal, jetzt sind die ganzen Level, die verglitscht waren, sind jetzt so gesehen frei. Endo-Lagerhaus. Okay, Fizzy Fastnight. Okay, wir gucken uns mal ganz kurz an, was wir hier haben. Roxy Reparatur. Kunst- und Werkunterricht Loft. Ah, Roxy Reparatur. Vespia Theater. Bunker Board Bonusrunde. Oh Mann. Best Snuff 1. Time Refreeze und die hier halt. Nein, stopp. Ticketschalter Glutkarussell. Sister Location. Sicherungsraum Zwangsübersetzung. Büro-Puppenspieler. Verstehe. Dann hätte ich glatt sagen, fangen wir von vorne an. Weißt du, so ein uralter PC, aber hier USB-Slots. Wenn es überhaupt welche sind. Okay, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es geschafft habe, die restlichen Level zu finden. Da sind noch so Pappmännchen. So, dann machen wir mal First Aid Scrap Buddy. Wer ein ausgeschürftes Knie richten kann, braucht auch keinen Doktortitel. Naja, Pflaster drauf gut ist. Wer auch immer sagt, dass man Doktortitel haben muss, um Pflaster irgendwo drauf zu kleben. Ich muss mich erstmal vernünftig positionieren. So. Welcome back! The patient is prepped and ready. Medical attention begins in 3, 2, 1. Mein Ton ist weg. The patient is suffering from general neglect. Oh scheiße, auch was mit dem Herz. Great news! Due to today's successful salvage, pizza food. Warte mal, wir brauchen White Solution, oder nicht? Hey, wo ist die Spritze? Hallo? Wo? Ach, hier ist sie. So. So, siehst du, bist du schon geheilt. Ist immer noch komplett verstört. Der Arme. So. Okay, du hast hier einen Kratzer. Ich weiß nicht mehr, was man mit dem machen muss. Okay, da muss einfach nur diese komische Binde hier rum. Das Blut abschnüren. So, was wollen sie mit dem Herz machen? Also, tackern muss ich auch noch. Mach dich nicht vom Acker ohne deinen Tacker. Schnauze. Ich sagte... Oh. Die kam von der anderen Seite. Kann ich jetzt greifen? Nee, lustig wär's. So, nochmal. Nochmal. Ich ärgere gern den Kleinen. Welcome back. Kann ich eigentlich selber? Medical attention begins in 3, 2, 1. The patient is suffering from food-related injury. Great news. Due to today's successful salvage, pizza food.
Was ist passiert? Was passiert? Ich bin wieder da. Das ist aber ein starker Stoff. Komm gleich nochmal. Wo muss denn das eigentlich hin jetzt? Ah, okay, jetzt hast du ihn gehängt. So, er braucht Augentropfen, er hat was mit den Ärmchen und er hat, ja, Tollwut. Da ist was runtergeplumpst. So. So, was hast du denn Schönes? Ja gut, Hasenbiss, wissen wir ja schon. Und der braucht, so, siehst du, sind die Augen schon mal frei. So. Das wird überhaupt nicht wehtun. Also mir zumindest nicht. So, siehst du, easy going. Und dann kommt der ja noch drauf. The operation was a success. Yay. Ja, fang. Now, give next scenario. Ach du Scheiße. The patient is suffering from unclassified trauma. Unklassifiziertes Drama. Mal sehen, du hast Fieber auf jeden Fall. Du brauchst die gelben Pillen. Du brauchst die gelben Pillen. Da guck mal her. Nam, 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 nam. So, du hast das Ärmchen wieder. Da kommt der hier drauf. Das weiß ich schon. Ich bin immerhin gelernt. So, Auge, wie tue ich das austauschen? Keine Ahnung, was das sein soll. Beruhig dich. Hier kannst du ein kaputtes Auge haben. Der braucht ein frisches Auge. Oh, Geld. Geld. Ich bin reich. Hm. The operation was a success. So. Yay. Na, dann jetzt. Now, next scenario. Jetzt bin ich auch noch ein Augenarzt. Ach du Scheiße, ist auch noch ein Bein verloren. Roughhousing Trauma. Oh, das ist ja cool, dass die auf den Vorn kommen. So, einen Hirnschlag hast du auch noch. Okay, lass mich mal ganz kurz gucken. Also, ich denke, das Einfachste wird erstmal das Beinchen. Keine Ahnung. So. Ich gebe dir am besten... Wo ist denn das Fieberthermometer? Soll ich nicht erstmal irgendwie, ich weiß ja nicht, ein Betäubungsmittel geben? So, wir setzen hier schön einatmen. So. Da hat die Maske wieder von der Nase gezogen, die dreckige Sau. Welcome back. The patient is prepped and ready. Medical attention begins in 3, 2, 1. Was ist das hier eigentlich? The patient is suffering from a claw machine injury. So. Great news. Due to today's successful salvage, pizza. So. Na dann. Die gute Carbon spielt flexibel. Deswegen sage ich ja, wir müssen noch irgendwie betäuben können. Wie halte ich ihn vom Schreien ab? Kann ich die mit Wunde betäuben? Versuch's erst gar nicht. So, mal sehen. Hier kannst du draufbeißen. John, gut, denen geht's gut. Der will nur spielen. Jetzt halt doch mal die Klappe, ey. Verdammt. Die scheiß Säge lag da. Die scheiß Säge, verdammt. Also Säge ist nicht so meine Stärke.
Okay. Ich werde mal was anderes versuchen. Welcome back! The patient is prepped and ready. Medical attention begins in 3, Defibrillator. The patient is suffering from entertainment-related trauma. So, okay. Wir machen die alte Neandertaler-Betäubung. Die alte Neandertaler-Betäubung. Ach, das ist ein Holzbein, das Ding hier. Diese komische Trichter hier. Ja. Sie ist positiv, weil als Pirat kriegst du jetzt Versicherung. Okay. Gischer. So. Auch der hier, oder? So, und ein Pflaster. So, kriegst du ein Chica-Pflaster. So, und zum Schluss brauchst du noch hier... Zack. So. Give the patient a candy. So. This candy is legally binding. Tut mir leid wegen deinen fehlenden Beinen. Aber sie ist positiv. Next scenario. The patient is suffering from trampled by fans. Du, wo ist das? Hier ist es. Einmal Wunder abdrehen, dann tun wir hier ein bisschen taggern. Kannst dich wieder verziehen, die Werbung ist schon vorbei. Mach dich nicht vom Acker ohne deinen Tagger. Ich frage mich, warum der Tacker nicht funktioniert vernünftig. Kische! So. Hey, ich hab doch die Maske auch draufgesetzt. Hey, ich hab die Maske auch draufgetan. Oder ist automatisch Game Over, wenn die von vorn kommt? Welcome back! The patient is prepped and ready. Medical attention begins in 3, 2, 1. So, was haben wir diesmal? The patient is suffering from beaten by bullies. Oh, er wurde von Schlägern gehauen. Great news. Due to today's successful salvage, pizza flush. Klack. Das wird jetzt ganz kurz wehtun. So, jetzt können wir uns eigentlich mal das Herz mal angucken, wie es klappt. So. Okay, jetzt müssen wir ein Defi draufhauen. Kommt jetzt auch noch random einfach. Next scenario. The patient is suffering from roughhousing trauma. So, erstmal hier ein Pflaster drauf. So. Die Werbung ist vorbei. Kusch. So, was ist mit seiner Rübe los? Achso, er hat Fieber. Ja, das soll er nicht im Mund nehmen. Okay, er braucht die gelben Pillen. Hier, schöne gelbe Pillen. Oh, siehst du, ist er schon wesentlich ruhiger. Bitte nicht zum Aufschneiden. Ja. So. Wo ist der jetzt hingeflogen? So, es wird ganz kurz wehtun. Ganz kurz nur. Jetzt kommt sie gar nicht mehr her, die gute Zwiebel. Hm. Wie kriege ich das Auge los? Okay, jetzt geht's auch einfach. So, wir haben ja auch ein frisches Auge. So, wie kriegen wir das jetzt mit seinem Hirn hin?
So. Na denn. Wenn dein Teddybär mal krank ist und sein Atem röchelt hat, könnte sein, dass es ein Hirnschlag ist oder auch ein Herzinfarkt. Geh auf Nummer sicher. Ups. Und setz einfach das Kapell und operier ihn mit dem Kinderchirurgie-Set von Schrapnell. Schneid ihn seine Brust auf. Yay. Nach was sich da tut. Now, give the patient a candy. This candy okay. Is legally binding. Ja, okay, deswegen braucht den. Kann ich es aufsetzen? Nee, leider nicht. Adequate work. You have received your Fazbear First Aid certification. You are now qualified to administer medical support in was los, all Fazbear Entertainment franchises. Hast du Bauchweh? Da können wir was tun. So, hervorragend. Scrap Baby Basketball. So, was sagt denn Uhrzeit? Operation hat viel zu lange gedauert. Ah, 21 Minuten, hat doch nicht so lange gedauert. So, kann ich nochmal operieren? Oh, jetzt sind wir hier. Hier bin ich lieber als hier. So, blöd gefragt mal, wenn ich jetzt mal hier so ein Animatronic irgendwie hochhole. Mir egal wer. Wie ist hier hin? So. Okay, nur für Mitarbeiter. Dann haben wir das hier abgeschlossen, dann geht's als nächstes weiter mit. Fizzy Vess Nacht 3. Ach du Scheiße. Deine Arbeit erfüllt dich und du bist jeden Tag glücklich. Ja. Nee. Stelle die Lieferung richtig zusammen und schicke sie in der Liefereinheit ab. Benutze die Taste zack zack, wenn du schnell Ressourcen brauchst. Achte aber darauf, dass die Staffbots nicht zu stark beanspruchst. Der Aufseher will seine Sonderaufträge besonders schnell erhalten. Ja, und wenn ich ihnen einfach den, den mittleren Finger kann ich ihnen ja nicht zeigen, außer sie wir betrügen ein bisschen. So. Ah, nee, geht nicht. So. Na, hier sieht wenigstens alles noch so aus wie vorher. You are back. Production is behind quota. You are going to have to play a bit of catch up. Push staff harder. Catch up. Use double time button. Make them work faster. Naja, gut, okay. Jetzt brauchen wir so viele Sachen. 5 Sachen gleich. Okay, 5, 3-mal Zucker. Dann können wir doch Zucker gleich mal. Was los? Was los, Bub? Zucker. Zucker, Zucker, Schuku, du, 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 du. 1, 2, 3. Achso. Der soll Pause machen, der soll keine Pause machen. So, warte mal. Koffein, Koffein, Säure. Koffein, Säure, 2-mal Zucker. Ich brauche noch 1-mal Zucker. Okay, und Zucker macht gerade Pause. Make this. Do not fail. Make this. Do not fail. Ich muss erstmal gucken, was alles drin ist. Zeit. Ja, sorry, ich habe hier 5 Stück zu machen und wir haben keine Materialien da und alle wollen Pause machen. So. Also er will Zucker, Koffein, 2-mal Säure, Eiweiß. Zucker, Koffein, Koffein, der ist leer. Mach Pause, du Sack. Zucker, Koffein, 2-mal Säure, Eiweiß. So. Ach komm, jetzt ist die Zeit abgelaufen in dem Moment. Hey. Beruhig dich, Mann, ja? 2-mal Eiweiß, 2-mal Säure und... Oh!
Nochmal. Ich kann auch nichts dafür, wenn er plötzlich daherkommt. Ich habe nur einen Becher. Und keine Materialien. Clock and job start now. Oh, guck mal, die Chica. Aber sie hat noch ihre Mauleinheit. Okay, warte mal. Eiweiß. Eiweiß zweimal. Säure, Zucker, Koffein, Eiweiß. Klack und weg. So. Status erfolgreich. Bestellung. Okay. Er will Koffein haben. Oh, Lachzucker. So. Koffein, zweimal Eiweiß. Und zweimal Säure. Ich brauche noch einmal Eiweiß. Eiweiß, guten Morgen. So, weg damit. Jetzt habe ich halt die Aufgabe nicht erledigt. So, Koffein zweimal. So, ja, okay. Neue Bestellung. Jetzt macht er ja mal Pause. Wir haben jetzt Koffein zweimal drin. Das ist scheiße. Okay, sie unten sind wahrscheinlich die Strikes, die ich haben darf. Okay, zweimal Eiweiß. Einmal Eiweiß, einmal Säure, einmal Zucker, einmal Koffein, einmal Eiweiß. Weg den Käse. So, Status erfolgt. Neue Bestellung. Da wollen zwei eine Gewerkschaft gründen. Dreimal Zucker haben wir. Eins, zwei, drei. Zweimal Koffein. Eins, zwei. So. Nein, du willst nichts. Okay, guck mal erstmal, was er will. Okay, will offenbar noch nichts. Koffein haben wir nicht. Koffein soll mal ein bisschen Zahn zulegen. Koffein, zweimal Eiweiß. Zweimal Säure und einmal Koffein. So. Zweimal Eiweiß haben wir. Einmal Säure, einmal Zucker, einmal Koffein. So. Kaffee möchte Pause machen, dann macht Kaffee einfach mal Pause. Ja, zwei Einheiten. Okay. Zucker, Kaffee, Kaffee, Säure und einmal Eiweiß. Oh, Moment, eins fehlt. Koffein fehlt. So. Was magst du, Gnädel? So, zweimal Koffein. Haben wir nicht. Zweimal Zucker haben wir. So, wer einer von euch Pause machen? So, was kommt als nächstes? Okay, jetzt läuft es langsam. Okay, dreimal Zucker. Eins, zwei, drei. Einmal Koffein. So, Eiweiß braucht Pause. Da macht er mal kurz Pause. Ich bin ein guter Chef. So. Wahrscheinlich wird er nächste Nacht öfters heran antanzen und will irgendwas. Zweimal Eiweiß, zweimal Säure. Und einmal Zucker. Koffein braucht schon wieder Pause, Alter. Oh, fertig. Returned in work. Same time tomorrow. Ja. Ich habe morgen keine Zeit, deswegen muss ich heute machen. So, jetzt kriege ich heute den Vorarbeiter-Bot. Botzilla, oder? Ach ne, Limonaden-Clown. Limonaden-Clown. Okay, zurück zum Hub. So. Na? Wo sind wir denn? Ja, wo sind wir denn? Oh. Süßigkeiten-Ecke. Hier. So und darum. Rest in peace. Oh. Ich weiß leider nicht mal, wo die erste Nachricht war. Das habe ich komplett vergessen. Hm.
Wir haben ja nochmal eine Münze gefunden. When she had grown, she sought revenge on the witch and entered the forest again willingly, this time with the confidence of age and experience. Ja, okay. Wenn ich nur wüsste, wo die letzte Nachricht war. Wahrscheinlich habt ihr es schon in die Kommentare reingeschrieben. Vielleicht. Das Problem ist, dass ich alles hier schon im Voraus aufnehme, weil ich halt nicht so viel Zeit habe. Da ist das Limonaden-Clown. So rein aus Neugierde, wenn ich den jetzt hier aufmache, dann kann er im Grunde nur bis hierher gefüllt werden. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Sieht so aus wie so eine Figur aus Wallace und Gromit irgendwie. Okay, was sagt eine Uhrzeit? 31 Minuten. Ja, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Five Nights at Freddy's VR Help Wanted 2 wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, ihr lasst einen Kommentar, Like, Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in dem heruntergekommenen Laden hier. Also ich finde es hier wesentlich besser, so mit dieser Maske hier und dass der Laden hier gleich so verkommen ist. Wenn ich so an VR Help Wanted 1 denke und alles einfach nur in so einer Schwarzlichtumgehung halt eben ist. Naja, gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Na, wir starten einfach hier. Gut, also bis dann. Tschüss.